Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, und es geht weiter mit der Weihnachtsserie, wo eine Figur ja von dieser neuen Weihnachtsserie, die jetzt dieses Jahr aktuell ist, ja garantiert ist. So, aber ich glaube, dieses Mal haben wir auch alle vier Eier. Jawohl, alle vier Eier sind da. Das letzte Mal fehlte ja ein Ei, kurioserweise. Gott sei Dank war das mit der Figur noch vorhanden. So, und heute schauen wir mal nach, was wir heute haben. Wir machen das erste Ei mal auf. Oh, und das erste Ei ist gleich die Weihnachtsfigur. Die legen wir erstmal dahin. Weil wir wollen ja die Spannung erhalten von dem Video. Und dann machen wir halt eben Nummer 2 auf, was ganz schön zerbröselt. Ja, das meiste, was hier klappert, ist meine Uhr. Ja. Gut. Teilweise haben sie neue Figuren und Teile auch wieder dieser etwas älteren Figuren, wie dieser komische, ja, diese komische Hüpfespirale, wobei mir der Sinn immer noch nicht davon klar ist, von diesem Ding. Ist in meinen Augen ein sinnloses Spielzeug, aber gut. Wen es denn gefällt, ja, ich bin manchmal der Meinung, Ferrero macht sich die Sache ziemlich einfach, was so die Entwicklung oder die Ausfertigung der neuen Spielzeuge so betrifft. Das ist manchmal so in meinen Augen, ja, dahin gefuscht, so nach dem Motto, naja, Hauptsache wir haben irgendwas. So, hier haben wir so eine kleine Spritze, die man dann hier so voll mit Wasser und dann kann man damit rumspritzen. Auch ein Spielzeug, was ich niemals sammeln würde. Es gibt ziemlich wenige, ich sage mal, Nebenprodukte von diesen Hauptserien, die ich wirklich sammle. So, und was haben wir jetzt hier? Hier haben wir jetzt wieder ein neues Spielzeug von der Natoons Cartoons Serie. Wie auch immer es ausgesprochen wird. Die einen sagen Natoons, die anderen sagen Cartoons. Ich bin der Meinung, es heißt Natoons. Gut, und was haben wir jetzt hier? Das bauen wir mal ganz kurz zusammen. Ich hoffe ja, es geht schnell. Wir sehen uns gleich wieder. Gut, also hier haben wir jetzt diesen Knochen. Und da fällt die Figur. Moment, ich hole. So. Und hier ist diese Figur, wo man dann hier dran ziehen kann und dann geht hier das Maul auf und dann kann man ihn hier diesen Knochen reinmachen. Und dann sieht der ganze Kollege so aus. Kann man seinen Namen draufschreiben. Man kann da natürlich auch andere Sachen dran machen, hier sein Füllfederhalter kann man den dran klemmen oder an der Jackentasche oder wo auch immer man den dran klemmen will, diesen Pitbull. Naja, muss ich mich wahrscheinlich nicht zu äußern. So, und jetzt kommen wir zu der Figur. Oh, prima. Wieder eine neue Figur.
Diesmal ist es diese Figur. So, wir hatten ja schon die. Das letzte Mal hatten wir die und jetzt haben wir die. Gut, auch die wird wieder ganz schnell... Oh, Junge, was ist denn heute los? So, und auch die wird wieder ganz schnell zusammengebaut. Zack, so sieht's aus. Hier der Faden, der kommt hier durchs güldene Haar. Ups, nicht durchfallen lassen. Oh, sag mal. Heute Schmierseife in den Pfoten. Aber es ist ja mal gut, dass alles nach unten fällt, weil sonst müsste ich heute den ganzen Tag mit der Leiter rumlaufen, wenn es nach oben fallen würde. Es ist heute wahrscheinlich nicht so mein Tag. So. Dritter und letzter Versuch. Ansonsten bleibt die Schnur jetzt ab. Zack, und schon funktioniert's. So sieht's aus, durchgesteckt. So sieht die Figur aus. Gut. Das war jetzt dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ihr könnt das Video gerne teilen. Auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram, wo immer ihr möchtet. Habe ich absolut nichts dagegen. Und ich sage danke fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.